Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Zu einem Video, was sich extrem viele Leute gewünscht haben. Und dementsprechend, meine Lieben, ihr kennt mich, ich gehe auf eure Wünsche ein, liefere ich euch das auch. Und zwar, ihr wisst Bescheid, ihr habt im letzten Video schon gesehen, ich habe einen neuen Coach. Wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt auschecken. Dementsprechend hat sich alles geändert. Meine Ernährung und mein Training. Und heute gehen wir mal auf den Trainingspart ein. Ihr werdet erfahren von mir, was mein Trainingsplan ist, wie mein Trainingsplan ausschaut. Plus, ich werde euch heute durch meine komplette Pull-Einheit mitnehmen. Ich werde euch die Übungen zeigen, die ich mache, wie viele Sätze, Wiederholungen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber ich werde euch natürlich auch sagen, wie der gesamte Trainingsplan ausschaut. Also Leute, viel Spaß bei dem Video. Und ich würde sagen, wir machen uns warm und ballern eine dicke, dicke, fette Einheit. Ich muss jetzt selbst erstmal schauen, mit was wir hier starten, weil ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan. Das ist tatsächlich meine erste Pull-Einheit nach diesem Plan. Also auch ganz, ganz neu für mich. Und ich nehme euch da einfach mal mit. Das ist richtig heftig. Ich habe nämlich so ein Excel-Sheet, Leute. Das ist aber Secret. Ich werde euch das nur erzählen. Ihr wisst Bescheid. Und da steht alles drinnen, was zu tun ist. Erste Übung, Maschinen-Row mit runden Rücken. Für den Latissimus. Und ja, da machen wir 2 Sätze, 7 bis 11 Wiederholungen. Okay, mal schauen. Wir werden uns jetzt aber davor erstmal warm machen, bevor wir hier ordentlich Gewicht bewegen werden. Okay, Freunde, ihr wisst ja Bescheid. Ich mache das immer so, dass ich 2, 3 Aufwärmsätze mache, bedeutet einfach mit leichtem Gewicht. Steigernd zum Arbeitsgewicht und dann die Arbeitssätze baller. Finde ich einfach am geilsten. Erstens, um mal warm zu werden an der Maschine und schon mal den Bewegungsablauf reinzubekommen. Einfach das Gefühl dazu bekommen, bevor wir dann wirklich ordentlich Gewicht drauflegen. Scheiße, Mann, ich habe was Essentielles vergessen. Wir müssen wieder hoch, kurz hoch zu den Taschen. Und zwar, es ist ja gar nicht die Trainingskappe, meine Lieben. Für alle, die mich immer auch auf Insta verfolgen, trage derzeit wirklich nur Kappen, wenn ich mir die Haare länger wachsen lasse, meine Lieben. Aber niemals, und jetzt merkt euch diesen Tipp, niemals dieselbe Kappe im Gym tragen, wenn man trainiert und dann im Alltag. Digga, weil das Anfängerfehler und das riecht alles andere als optimal. Deswegen immer Gymkappe und Alltagskappe. Ready to go. Nicht wundern übrigens, das ist absichtlich so, dass ich mich so ab nach vorne lehne bzw. einen Rundrücken mache, um einfach noch besser die Lats zu treffen. Schaut vielleicht ein bisschen komisch aus oder ein bisschen falsch, aber es ist absichtlich so. Wie gesagt, 2 Sätze, das war jetzt der erste Arbeitssatz. Jetzt gibt es noch einen Arbeitssatz und dann gehen wir auch schon zur nächsten Übung. So, Digga, das wird jetzt interessant auf jeden Fall. Ich check das gerade null. Aber wir werden das schon hinbekommen. Und zwar machen wir nämlich jetzt als nächste Übung richtig abgespaced. Habe ich noch nie gemacht. Und zwar Lat Pulldown an dieser Hammer Strength Maschine hier. Die ist noch gerade kurz besetzt. Wir warten ganz kurz. Mit einer Daisy Chain. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Daisy Chain ist, aber es sieht auf jeden Fall so ähnlich aus, wie es mir gezeigt wurde. Und zwar hängen wir das dann so auf den Griff an und machen dann den hier. Ihr werdet das gleich sehen. Dann wahrscheinlich besser verstehen. Nicht so leicht, wir probieren das Ganze jetzt hier mal einfach. Bruder, ich check das absolut nicht. Okay. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch Weights draufhauen. Es soll so ein schräger Winkel sein, damit wir wirklich perfekt, bam, ist das heftig, in den Lat reinkommen. Hier übrigens machen wir jetzt 3 Sätze, 11 bis 15 Wiederholungen. Und ja, das ist jetzt mal Warm-up und dann geht's ran ans Arbeitsgewicht. Mache ich das erste Mal diese Übung, aber fühlt sich geistesgestört krass an. Und keine Sorge, meine Lieben. Nach dem ersten Arbeitssatz hier wird der Pumpcover entzückt. Sagt man das so? Ne? Abgenommen, genau. Wird der Pumpcover abgenommen
Dann zeigen wir hier mal die Off-Season-Form. Heute tatsächlich, fragt mich nicht warum, 1,5 Kilo weniger als gestern. Selbe Kalorienanzahl, Schritte auch recht, also 92,6 oder so waren es heute Morgen. Also Leute, ich sag's euch, da drüben absolutes Traumgirl. Aber ich traue mich, sie nicht anzusprechen. Wir gehen jetzt mal die Lage auschecken, wie es bei Paul so läuft. Der ist auch heute am Start. Paul, Digga, was läuft bei dir? Alles bestens. Was steht an am Plan heute? Push. Paul trainiert ja derzeit nicht so wirklich nach Plan eigentlich, oder meintest du? Also sehr Freestyle-mäßig. Ich mache recht ähnliche Übungen, also der Plan ist schon gleich, aber... Versucht sie natürlich auch zu steigern, aber jetzt... Ich track jetzt meine Gewichte nicht, ich mache mich... Auch richtig krass, Digga, seit über zwei Monaten keine Kalorien mehr getrackt, oder? Aber Form spricht für sich, also der Typ macht das auch schon seit mehr als 5 Jahren, 6 Jahren oder so. Acht, heilige Scheiße. Ja, das heißt, er hat das Tracken und so schon verinnerlicht im Blut. Also, wir pumpen erstmal weiter, die auch noch einen schönen Pump. Let's go. So, ich beginne jetzt mit dem linken Arm, weil der linke normal immer mein schwächerer ist und ich keinen Bock habe, dass mein rechter Lat irgendwann dreimal so groß ist wie der linke. Mein Wiederholungsziel ist jetzt hier 11 bis 15, aber wenn ich hier 13 mache und hier 11 und das immer weiter so mache, dann wird irgendwann mal mein rechter Lat einfach viel größer sein. Deswegen orientiere ich mich, was die Wiederholungen angeht, immer am schwächeren Arm. Okay, meine Lieben, jetzt habe ich mir mal kurz gedacht, weil ich habe euch ja gesagt, ich werde euch generell sagen, wie so mein kompletter Trainingsplan ausschaut. Heute nehme ich euch nur durch die Pull-Einheit mit. Wir haben meinen Split, Freunde. Der ist halt, muss man sagen, speziell abgestimmt auf meine Schwächen, auf mich, auf meinen Zeitplan und so weiter. Dementsprechend jetzt zum Nachtraining nicht wirklich gut geeignet, aber ich glaube, es interessiert trotzdem noch viele da draußen und vielleicht kann man sich ja trotzdem irgendwas daraus mitnehmen. Also, wir beginnen. Day 1 Legs, Day 2 Push. Day 3 Off Day, dann Day 4 Pull Full Body, Day 5 wieder Off Day, Day 6 Lower, also Lower Unterkörper, Day 7 Push, Day 8 Pull, Day 9 wieder Off Day, also Rest Day und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. So sieht mein Plan derzeit aus, Leute, und ich sag's euch, bin jetzt die erste Woche drinnen und es fühlt sich so geil an, der Plan ist so geil, abwechslungsreich, viele neue Übungen dabei. Nicht zu übertriebenes Volumen, eher Fokus auf Intensität, auf die Schwächen, auf Beuger. Ich kann euch eines sagen, die Form jetzt in den nächsten Monaten, Jahren, wie auch immer, wird sich sowas von nochmal ins Positive entwickeln und so, so viel heftiger. Das verspreche ich euch, Leute. Ich werde alles dafür geben, um das nächste Mal auf der Bühne abzureißen. Wir sind jetzt bei der nächsten Rückenübung. Okay, wir machen da jetzt nur mehr 2 Sätze und zwar für den mittleren Rücken. Eine Variation, die ich ehrlich gesagt noch nie gemacht habe. Am Latzug mehr oder weniger so in den mittleren Rücken rein. Also, wir probieren das Ganze mal und ich bin gespannt. Aber ich glaube, das wird eine geile Übung. Holy shit, Alter. Wir kommen jetzt zur bereits 5. Rückenübung. Ich bin das auf jeden Fall wirklich nicht gewohnt, so viele Rückenübungen in einem Training zu machen. Also ich merke schon, mein Rücken ist wirklich schon im Arsch. Aber dementsprechend jetzt auch nur mehr 2 letzte Sätze für den Rücken. Und zwar machen wir da Überzüge am Kabelzug. 2 Sätze ballern wir ordentlich rein nochmal. Nochmal schön den letzten Pump abholen, den letzten Reiz abholen und den Rücken so richtig in eine andere Dimension schießen, damit der ordentlich wächst, Digga. Und wir brauchen einfach... Wisst ihr, in dieser Pose, Digga, dieser Lat Spread muss der Lat einfach wirklich gefühlt so von der Hüfte beginnen, Digga. Das wäre einfach auch schon wie, das ist das Ziel auf jeden Fall, einen fetten, dicken Lat. Das wertet alles nochmal so gang auf. Und ein Double Biceps dann von vorne, wenn der Lat, und dann könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, wie ihr das bisher so findet. Aber
von der Double Bicep so von vorne muss der Lat auf jeden Fall heftig kommen. Dann sieht die ganze Pose einfach 100 Mal nochmal geil aus. Aber ja, das ist halt das Ziel, Leute. Mehr Muskeln. Deswegen sind wir fleißig, gehen Vollgas trainieren und ja, lasst euch nicht demotivieren. Wenn es manchmal ein bisschen ja, langsamer vorangeht, dann einfach schauen, so, was mache ich gerade falsch, was könnte ich verbessern, woran kann ich mehr arbeiten, Schlaf, Regeneration, Essen, Training, alles. Also immer alles so ein bisschen von einer Vogelperspektive betrachten und ehrlich zu sich selbst sein, was kann ich besser machen. Und einfach nicht aufgeben. Das Ganze ist hier ein Marathon, kein Sprint. Ich weiß, das ist so eine Standardfloskel, aber es ist einfach nur mal ein Fakt. Hier in diesem Sport gewinnt derjenige, der es schafft, über den längsten Zeitraum durchzuhalten, durch Gas zu geben. Und im besten Fall macht es euch Spaß. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann überdenkt bitte nochmal, ob ihr wirklich diesen Sport machen wollt. Ich liebe es. Klar, motivationslose Tage sind immer mal am Start, aber am Ende des Tages liebe ich diesen Scheiß. Es ist bodenlos, ich fühle mich da wirklich bei dieser Übung so dünn. Also meine Arme fühlen sich so dünn an. Ich hoffe, es sieht nicht so dünn aus, Leute. Genau, wir haben gerade Jesus Curls heißen die gemacht. Habe ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht. Das heißt, verzeiht mir, falls das technisch schon nicht so perfekt ausgesehen hat. Ist immer schwer, wenn man was zum ersten Mal macht. Aber wenn man schon so ein bisschen Trainingserfahrung, sage ich jetzt mal, am Buckel hat, Das macht schon viel aus, als wenn du jetzt ein Gym-Anfänger hergeht und diese ganzen Übungen zum ersten Mal macht, was ganz anderes, als wenn jetzt jemand, der seit 3 Jahren ins Gym geht, Übungen zum ersten Mal macht. Und trotzdem immer ein bisschen was anderes. Aber lief auf jeden Fall gut. Jetzt kommen wir, da habe ich übrigens, weil ich ja gesagt habe, das zeige ich euch auch, ich habe 2 Sätze gemacht mit je 11 bis 14 Wiederholungen. Ich habe 11 gemacht. Das passt. Wir kommen jetzt aber auch schon zur letzten Übung, Freunde. Das ist nochmal eine Bizepsübung. So machen wir da Hammer Curls Seated. Habe ich tatsächlich eigentlich nie gemacht. Ich habe sie, wenn dann, immer nur im Stehen gemacht. Aber was ich dazu sagen kann, Leute, Hammer Curls, würde ich mich sagen trauen, haben meine Arme wirklich gut zum Wachsen gebracht. Ich mache diese Übung eigentlich seit Anfang an meiner Trainingskarriere, wenn man das so sagen kann. Also probiert die Übung unbedingt mal aus. Sehr, sehr, sehr geil. Auch wenn sie sehr brachialis-lastig ist. Ja, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung reden. Ich finde hier meine Arme auf jeden Fall gut auf Vordermann gebracht. Und ja, das war's jetzt mit dem Gelaber. Wir ballern jetzt die letzten 2 Sätze des Trainings. Ja, let's fucking go. Mehr als normal, Alter. Das ist mehr als normal, meine Lieben. Aber ja, wir sind jetzt gerade noch ein bisschen am Content drehen. Einfach haben wir gut Zeit, Leute. So, meine Lieben. Wir sind fertig mit dem Training. Haben jetzt noch kurz ein paar Fotos gemacht, ein paar Videos. Und jetzt heißt es dann mal schleunigst ab nach Hause, weil wir müssen Gain Session, wir brauchen Proteins, weil neben dem Training, ihr wisst Bescheid, das Wichtige ist auch die Ernährung. Wenn die nicht stimmt, braucht ihr gar nicht ins Gym gehen, denn ja, das geht Hand in Hand, Leute. Deswegen schnellstmöglich jetzt ab nach Hause. Peace. So, meine Lieben, das war's mit der Pull-Einheit. Das war's auch, sage ich jetzt mal, mit der neuen Trainingsplan-Vorstellung für euch. Jetzt wisst ihr, wie ich trainiere, wie das bei mir so aussieht.
Und ich habe mir gedacht, falls ihr Bock habt und falls ihr bisher hierher geschaut habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, welchen Trainingstag ihr gerne sehen würdet. Und dieser Kommentar, der am meisten geliked wurde, sage ich jetzt mal zum Beispiel mit Unterkörper, Push, was auch immer, das werde ich euch dann nochmal für YouTube aufnehmen. Das heißt, lasst mich das unbedingt in den Kommentaren wissen, welchen Trainingstag ihr am liebsten gerne sehen würdet. Und sonst, ihr wisst Bescheid, bei Rocker immer mit Code Manuel bestellen. Ich habe mir heute auch den Gold Pump gegönnt, habe ich euch ganz vergessen zu zeigen. Ist so eigentlich 3-4 Mal in der Woche bei mir jetzt Standard, aber dadurch, dass meine Carbs auch jetzt so hoch sind, habe ich eigentlich nie wirklich so Probleme, jetzt einen Pump zu bekommen. Und generell in der Offseason, ihr wisst Bescheid, ist eigentlich eh Pump das Normalste der Welt, aber trotzdem so ab und zu mal ein Gold Pump ist schon geil. Also, Link in der Videobeschreibung auschecken für die geilsten Subs, Code Manuel verwenden und dann würde ich sagen, Freunde, peace out, Kanal abonnieren, Video liken, Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.